Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Hersteller, den wir auf diesem Kanal noch gar nicht unter die Lupe genommen haben, und zwar zu Mengdi. Heute haben wir ein 12 von 1 Set von denen mit 670 Teilen, Set Nummer 10019. Es ist ab 6 plus geeignet nach der Angabe und es ist ein Fire Brigade Wagen. Das ist natürlich sehr spannend. Feuerwehren habe ich auch auf diesem Kanal noch gar nicht gezeigt. Aber natürlich, Feuerwehren sind gerade auf dem Spielmarkt sehr wichtig. Die gehen ja bei Human weg wie warme Semmeln. Und schauen wir mal, was Mengdi hier mit diesem 12 in 1 Set kann. Wir bauen mit diesen 670 Teilen natürlich direkt den Feuerwehrwagen, die Fire Brigade, vollständig. Und wenn das ein gutes Set ist, können wir ja mal schauen, ob wir hier von diesen anderen Sets auch noch was bauen. Da ich es direkt aus China importiert habe, ist jetzt keine Originalverpackung dabei, beziehungsweise es kam nur in dieser Tüte mit Bauanleitung. Dementsprechend können wir das hier einfach mal aufmachen und schauen uns dort mal die Teile an. Schauen wir uns als erstes mal die Tüten an. Wir zählen wie immer live nach. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tüten auf 670 Teile. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wir haben sehr kleine Teile. Das sind somit die größten, die es hier gibt. Von der Farbe sehen sie gut aus. Ich mache sie mal auf, diese Tüte hier. Schauen wir mal die Teile an. Und die Teile fühlen sich völlig in Ordnung an, muss ich sagen. Sehen gut aus. Von der Farbe her schön glänzend. Haben jetzt keine sehr offensichtlichen Angusspunkte. Sind ordentlich entgratet. Und riechen gut. Ist kein China-Gestank dran. Ist jetzt auch bei diesen Radkästen hier das gleiche. Ja, die Trans-Teile sind eher milchig, muss ich sagen, anstatt clear, aber das ist schon okay. Das haben ja einige Hersteller, diese Probleme. Und sonst muss ich sagen, machen die eigentlich einen echt guten Eindruck. Das kommt dann nämlich drauf an, wie die jetzt beim Bauen sind. Ich mache auf jeden Fall jetzt mal alle Tüten auf. Guck mir die Teile an. Aber bevor ich dann jetzt anfange zu bauen, schauen wir uns natürlich noch die Bauanleitung an. Und die ist nochmal einzeln eingeschweißt. Sieht natürlich erstmal wertig aus, muss man sagen. Und dann haben wir hier hinten einen großen Stickerbogen. Davor graut es mir schon so ein bisschen. Wir machen sie mal auf, die Anleitung. Und dann haben wir aber dort noch Mini-Anleitungen. Scheinbar eine Anleitung fürs große Modell und die anderen Mini-Anleitungen für die kleinen Modelle. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das wirklich so gelöst ist. Also wir haben hier den Stickerbogen. Relativ groß, aber muss man sagen, es gibt Schlimmeres. Ich meine, wir müssen den Preis sehen. Und für diesen Preis, den ich euch natürlich auch unten verlinken werde, ist es völlig in Ordnung, sage ich mal. Natürlich wäre ich am liebsten ohne Sticker dabei, aber bei Spielsets finde ich es jetzt nie so schlimm, dass Sticker dabei sind, wie bei einem Ausstellungsset. Und das ist nun mal kein Ausstellungsset, sondern ein Spielset. Wenn wir uns die Anleitung hier so anschauen, ist die große Anleitung für den Truck. Es sieht Kobi-typisch aus. Natürlich alles viel kleiner. Mehr Bauschritte auf einer Seite sind jetzt immer 6 Bauschritte auf einer Seite, so wie das aussieht. Aber Kobi-typisch von der Sache her, weil alles ausgegraut wird, was wir schon gebaut haben. Und das, was jetzt gebaut wird, farbig dargestellt ist. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, den großen Truck zu bauen. Schau mal, ob ich da Spaß habe. Und zeige euch da natürlich immer mal Zwischenschritte. Hier haben wir übrigens noch die kleinen Anleitungen für die Minisets. Und es sind hier 5, 6, 7. Sind 11 Sets noch, also 11 kleine Anleitungen. Und wie gesagt, wenn das große Set cool ist, können wir uns auch noch mal ein paar von den Minisets anschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Und nach nur 18 Bauschritten ist sogar schon der Truck und das Führerhaus fertig. Und hier dann die Aufnahme, wo der Hänger hinkommt. Ihr seht, das ist natürlich sehr, sehr grob, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist nun mal ein Spielset. Da ist das okay, wenn es ein bisschen gröber ist. Es muss am Ende halten, das ist das Wichtige, aber dazu kommen wir noch. Ich meine, das Vorbild, diese amerikanischen Trucks, diese amerikanischen Feuerwehr-Trucks sind halt auch relativ grob, relativ kantig. Deshalb kommt das schon halbwegs hin. Das macht das Set natürlich nicht hübsch und ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass dieses Set irgendwo im Regal steht. Das ist kein Display-Modell, dieses Set ist zum Spielen da. Und dann muss man sagen, ist eigentlich alles, obwohl hier sehr viel Kleinteile und Gefuddel drin ist an Deko, relativ stabil. Ich meine, klar, wenn man das jetzt hier schmeißt, hält das erstmal alles. Hält erstmal alles. Und es hält. Und es hält.
Und es hält. Was willst du dazu sagen? Das ist einfach super, dass das so gut hält. Da passiert zumindest bisher nichts. Der Truck ist super von der Klemmkraft her. Und ich muss auch sagen, die Teilequalität in Richtung Klemmkraft sind einfach richtig, richtig gut. Die Teile halten sehr gut zusammen. Sie sind fast Lego-Niveau, sag ich mal. Noch ein bisschen drunter, aber auch von der Verarbeitbarkeit sind sie super. Sie sind da ein super Zwischending, dass sie halt schön klemmen, aber trotzdem ordentlich baubar sind. Das Einzige, was relativ schwierig ist, sind diese Teile hier, wenn man hier, was sonst immer als Schaltknüppel genutzt hat, hier reindrücken muss. Also das schafft kein Kind, da muss ein Erwachsener aushelfen. Die Reifen sind hier Hartplaste, also leider kein Gummi, aber trotzdem, sie funktionieren gut, sie machen ja das, was sie sollen. Ich finde, es hört sich wieder relativ gut an. Ich meine, Bodenhaftung hat man natürlich damit keine, wenn die kein Gummi sind, sondern Hartplaste. Aber es ist völlig in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall schon Schlimmeres gesehen, auch im Bereich Hartplaste. Vom Aussehen her, wie gesagt, ist er sehr klumpig. Das erinnert halt an diese ersten Lego-Modelle, die noch sehr grob waren, wo es noch kaum Formteile gab. Und hier gibt es auch kaum Formteile. Und das finden einige Leute sehr gut. Vor allen Dingen die Leute, die eben die alten Zeiten mögen. Wer natürlich da was Hübscheres haben will, der muss damit leben oder halt nicht. Trotzdem gibt es auch schon bei dem Truck einige negative Sachen. Zum Beispiel ist hier sehr viel Teiletreiberei. Wenn man sich allein mal anschaut, aus wie vielen Schichten, Lagen, einzelnen Bricks hier dieses Führerhaus gebaut wurde, ist das auch in Standard-Bricks einfach sehr, sehr viel, was an Teilen dort genutzt wurde, was man einfach besser mal hätte machen können mit weniger Teilen. Aber gut, wenn man das halt nicht macht und so nicht so viele Teile da an eine Stelle bolzt, irgendwelche einer übereinander schichtet, dann kommt man halt am Ende nicht auf diese, wie viele waren es nochmal genau? Dann kommt man am Ende halt nicht auf diese 670 Teile. Es ist ein China-Hersteller, man kennt es da, aber das macht es halt nicht besser, das macht es nicht schöner, sage ich mal so. Damit muss man leben können, ich sag mal so, von der Größe vom Modell, wie es bisher ist und was ich dann so einschätzen kann vom Hänger, hat man vielleicht ein 400 bis 500 Teile-Modell circa. Sonst, es gibt ein paar Qualitätsprobleme, muss ich sagen. Einfach mit Kanten, die sehr schlecht entgratet sind. Das hat man vor allen Dingen hier bei diesen Steinen ganz gut. Da musste ich öfters nacharbeiten. Und das hat man auch teilweise bei den einen Steinen in Rot. Dass da wirklich eine richtige Kante, ein richtiger Grat noch dran ist, den man abmachen muss. Und weil sonst nicht mal der nächste Stein daran passt. Das ist sehr schade. Und wie gesagt, es ist ein China-Hersteller und dafür ist es gute Qualität, aber sowas sollte auf jeden Fall nicht passieren. Das müssen Sie in nächster Zeit in den Griff bekommen. Ich baue jetzt auf jeden Fall noch den Anhänger. Das sind dann nochmal ein paar Bauschritte insgesamt bis Bauschritt 40, wenn dann der Anhänger rangemacht wird. Und Sticker mache ich diesmal nicht ran, nicht weil ich die Sticker hier schlecht finden würde, die finde ich völlig in Ordnung, weil es ein Spielset ist. Einfach nur, weil ich dieses Set weitergebe und diese Person dann selber entscheiden soll, mag sie diese Sticker oder mag sie sie einfach nicht. Dementsprechend baue ich jetzt den Anhänger. Und das ging natürlich jetzt geschwind, der Anhänger ist schon fertig. Und ich muss sagen, der Anhänger ist vom Aussehen her ein Highlight. Also auf jeden Fall besser als die Front. Von der Bautechnik her ist es an einigen Stellen schwierig, weil ich wette, wenn ich diesen gleich auch werfen werde, wie schon die Front, wie schon den Truck, wird da sicherlich einiges abfallen. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns doch mal an, was der alles kann. Natürlich kann man hier vorne dieses Teil drehen, das ist dann wie eine Art Pumpe. Und dann hat man hier wie so eine Löschstation. Und das ist natürlich cool gemacht, die ist frei beweglich. Das macht auf jeden Fall Spaß. Hier hat man noch verschiedene Löschspritzen, die man hoch, runter machen kann, wenn man das möchte. Die hat man auch an dem Truck. Und das ist auf jeden Fall sehr gut bespielbar. Jetzt kommen wir mal zu dem Teil, was ich schon gesagt habe. Schauen wir mal, ob es hält. Um dem eine faire Chance zu geben, nehme ich hier mal dieses Wasserteil raus, weil das würde auf jeden Fall abfallen. Und ich nehme es mal jetzt schön kompakt, also ich klappe es mal wirklich komplett ein. Und dann schauen wir mal, ob es ordentlich hält. Und da haben wir nämlich den Salat. Es hält leider nicht sehr gut. Ich habe es mir schon fast gedacht. Da haben wir jetzt erstmal das ganze Modell auseinandergenommen. Das müssen wir schnell wieder zusammenklipsen. Das ist natürlich relativ schade. Ich habe es mir, wie gesagt, schon fast gedacht. Also dafür war es leider zu schwach an einigen Stellen von der Klemmkraft her, um die Bautechniken auszuzahlen im Spielset, die es schaffen müsste. Aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, kein Kind wird das so durch die Gegend werfen, wenn es damit spielen will. Wenn es zumindest dann auch mit dem Hänger verbunden ist, beziehungsweise der Truck mit dem Hänger verbunden ist. Wenn das aber so einzeln bespielt wird, dann kann das bestimmt auch mal fliegen. Besonders bei kleineren Kindern
Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Was ganz cool ist, wir haben so ein paar Spielfeatures, außer noch die drehbaren Teile. Und zwar haben wir hier diese Teile. Die kann man runterklappen und dann hat man hier wie ein, dass das Teil aufgebockt ist. Und dann kann man das wunderschön spielen, dass man hier mit dem Truck kommt, fährt hier drunter, weil er aufgebockt ist, funktioniert das. Und dann kann man hier natürlich das Aufgebockte wieder hochklappen und kann den Truck mit dem Hänger verbinden. Da muss ich jetzt mal schauen, dass ich das direkt gut treffe. Und ist verbunden. Und dann hat man den gesamten Truck in seiner Pracht. Ich muss sagen, von der Seite sieht er sehr gut aus. Von vorne, wie gesagt, sehr klumpig. Nicht fürs Regal. Aber zum Spielen finde ich den völlig in Ordnung. Ich denke, Kinder werden damit sehr viel Spaß haben. Dementsprechend kann ich es auch empfehlen. Trotz der Qualitätsprobleme an den einen oder anderen Stellen. Wenn man die behebt, wenn da ein Erwachsener beim Bau dabei ist, um die Schwierigkeiten zu lösen, dann ist das ein super Modell. Dann wird auch das Kind damit sehr viel Spaß haben. Es ist vom Umherfahren wirklich schön. Das hier hinten ist alles freigängig. Also da kann man viel damit anstellen. Und das ist doch die Hauptsache bei dem Spielset. Wir haben sogar noch ein paar Ersatzteile, die dann halt für die anderen 11 Modelle sind es ja, glaube ich, die noch sind. Benötigt werden könnten. Zum Beispiel das hier wäre so ein Formteil, was man dann für einen Jetski braucht. Dafür müsste man aber den Truck natürlich wieder auseinandernehmen. Ich glaube, die meisten kaufen das Modell wegen dem Truck. Wer es wegen den kleinen Modellen baut oder wegen dem Spielspaß, hat natürlich die Lego-Idee sehr gut verstanden. Und der wird bestimmt auch noch Spaß haben mit den ganzen kleinen Modellen. Ich habe mir die aber mal angeschaut und wenn man sie sich anschaut, sind sie, glaube ich, kein eigenes Video wert. Die sind sehr klein. Also, wie gesagt, es sind halt 12 Modelle, die aus Teilen gebaut werden, die sonst für ein Modell bestimmt sind. Aber, wie gesagt, man kann damit bestimmt Spaß haben, auch wenn ich es jetzt nicht auf diesem Kanal zeige. Das war das erste Set von Mingdi auf diesem Kanal und ich bin eigentlich positiv überrascht. Die Qualitätsprobleme wären eigentlich ein Punkt, wo ich sage, das sollte man nicht kaufen. Wenn aber die Steine sonst eine sehr gute Qualität haben und sehr gut aussehen, dann kann ich das empfehlen. Natürlich gibt es hier die Probleme auch mit der Teiletreiberei. Das muss man sich bewusst machen und wissen, dass man für 670 Teile keine 670 Teile kriegt, wie man sie bei Kobi zum Beispiel bekommen würde vom Umfang her. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall etwas, was ich euch empfehlen kann. Damit werden eure Kinder Spaß haben oder ihr selbst, wenn ihr noch ein bisschen Kind im Mann habt oder in der Frau. Ich bin ja nicht sexistisch, ich weiß schon. Also wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne eure Meinung zu dem Modell in den Kommentaren da. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann haut rein, euer Krieg der Steine.